Hallihallo, der Beutel hier, willkommen zurück zu Supraland Crash. Ja, Leute, ich war gerade eine rauchen, ich befinde mich immer noch im Livestream. Die Sonnenbrille musste ich jetzt mal absetzen, die drückt mir an die Schläfen. Und dann habe ich das hier gesehen, guck mal, wir kommen hier hoch. Was es uns bringt, wissen wir noch nicht, aber wir kommen erstmal hier hoch. vielleicht von hier aus darüber, aber es nützt uns auch nicht, ne? Das hat zumindest gespeichert. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Fakt ist, wir müssen die Batterie irgendwie an die Batterie kommen. Hier rum, hier rum. Fiedel bumm, fiedel bumm. Hier komme ich nicht durch. Verdammt nochmal. Was müssen wir denn hier nur machen? Da ist auch so ein gelbes Rohr. Ich habe halt noch keine Magnetwaffe und nichts. Ach, guck mal. Aus dem gelben Rohr kommt ein Ball. Der fliegt hier rein. Der gelbe Ball kommt hier rausgeschossen. Unterbricht kurz diese Linie. Diese Linie hat das Kabel, was zu dieser Tür führt. Ach, guckt mal, hier ist da einer versteckt. Hahaha. Sehr geil. Einen zweiten gefunden von den Knusperköppen. Das Ding ist, wir müssen irgendwie dort hochkommen. Nur wie? Diese Rohre, die können mich zwar katapultieren, aber das reicht wahrscheinlich nicht bis dahin, oder? Wir probieren es nochmal. Probieren geht über Studieren. Nee, definitiv nicht. So nicht. Haben wir hier irgendwo... Das muss doch eine Bedeutung haben, dass ich hier hochkomme. Ach! Ja, guckt mal. Ich kann mich selber da durchkatapultieren. Das schießt uns... Wartet mal, wir kriegen das schon raus. Wir kriegen das schon raus. Wenn ich jetzt den Stampfschlag mache, während ich in dieses grüne Rohr hupfe, vielleicht dann. So, passt auf. Ja, ja, Mann, ey. Harte Rätsel. Aber wir haben's. Jump'n'Run. Okay, erstmal Coins einsammeln und kurz durchatmen. Jetzt haben wir schon mal die Leiter, das heißt, wir kommen jederzeit wieder hoch. Und jetzt müssen wir hier die gelbe Kugel reinschmeißen, die wir gar nicht mehr haben. Scheiße! Die kommt quasi hier rein, die fällt dann da durch und dann kommt man an den Schlüssel. Aber wie kommen wir jetzt an die gelbe Kugel, Leute? Komm ich denn... Wartet mal, wir nehmen mal ganz viel Anlauf. Ah! Oh, ey, knappe Geschichte, Leute. Aber was nützt uns dieser Coin? Wir können eh gerade nicht mehr sammeln. Wir haben nämlich 30 von 30 Coins voll. Wir gucken noch mal da hoch. Irgendwas muss ja hier zu machen sein. So, wir sind... Obwohl, vielleicht hätten wir damit auch... darüber gekonnt. Ah, guck mal hier. Aha. Wir haben den Schlüssel. Machen wir auf die Bude. Was ist denn da jetzt passiert? Achso, da spawnt der Schlüssel neu. Okay. Den Schlüssel. Boah, wird das kompliziert. Da kommen wir aber noch immer nicht an den Käfig. Aber irgendwie ist doch dort... Ah, wartet mal, wartet mal. Wartet, wartet, wartet. Hier ist doch was Blaues. Guck mal. Ha!
Jetzt ist der Käfig runtergefallen. Jawohl. Aber ich schätze mal, ich muss den noch irgendwie ablenken. Ja, wir haben die Kanone. Geilo. Henriette schießt grünen Ball. So. Der grüne Ball unterbricht. Ja, 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 jetzt weiß ich wie, jetzt weiß ich wie, Leute. So. Wir schießen den grünen Ball. Schnell hier rüber. Der fällt doch jetzt theoretisch. Ja, da ist er. Ja! Okay, 5 Sekunden. So, wo kam die Batterie hin? Wir haben es, Leute. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass wir doch das heute mal auf die Reihe kriegen. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir hier eine Verbindung schaffen. Ging das nicht auch so, dass mein Körper Verbindung war? Nee, irgendwie nicht. Ach, den Typen müssen wir jetzt hier runterlocken. Jetzt hab ich's. Passt auf. Nee. Ah. Damit komme ich zumindest erstmal wieder zurück. Und hier komme ich dann immer wieder rein. Lass bitte das Ding 50 wiegen. Ne, 34. Das reicht noch nicht. Alles klar, aber wir kommen jetzt hier immer wieder hin, ne? Nur die Frage ist, wie locken wir den Typen jetzt weg? Wir haben mal hier Strom. Das Ding braucht doch so eine Art Strom. Aber ich kann es hier nicht irgendwie hinsetzen. Oder doch, vielleicht mit der Antenne, ne? Wir müssten das... Oh. Wir müssten das irgendwie so hinkriegen. Kann ich das anheben? Nee. Ich krieg das so nicht aktiviert, das blöde Radio. Aber nur so kriege ich den dort weggelockt. Okay, das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz ist dort auch noch dieser Coin. Wartet mal ganz kurz, komme ich denn... Oder ist hier noch irgendwas in dem Raum versteckt? Nicht wirklich, ne? Okay. Naja, jedenfalls haben wir schon mal das Ding, was grüne Bälle schießt. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Hier fehlen uns... Wir haben 30... Wir brauchen das Upgrade. Weil diese komische Gewichtskugel, die kam doch 40. Jetzt müssen wir gucken, wo können wir noch... Da war doch irgendwo der Bereich... Ja, 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 ja. Los, Leute. Ich weiß wo. Wir müssen hier runter. Wo man... in den grünen Kreis springen musste. Wir machen uns ganz kurz grün. Wenn ich hier dran schieße, passiert nichts, ne? Ne. Ist hier irgendwas? Ne. Da hoch komme ich jetzt momentan auch noch nicht. Da oben drauf liegen nämlich auch... Wir machen uns jetzt kurz grün. Ach, guck mal. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Ach. Die Knochenluke war nur für Notfälle. Das ist ein Notfall.
Okay. Wir kriegen das hin, Leute. Ich bin zuversichtlich. So, genau. Das grüne Ding. Wir schauen mal ganz kurz. Das aktiviert das Tor. Okay, das reicht natürlich nicht. Aber wir sind ja jetzt letztendlich grün. Das heißt, wir müssen hier einmal... Oh, komm. Oder schieß dann den grünen Ball, wenn ich in der Luft bin. Genau so machen wir's. Mich verarschen. Nochmal. Das Mauskabel reicht nicht mehr aus. Was ist hier los? Weil ich so aufgeregt bin. Ach, der schießt nicht in der Luft. Warum? Aber ich bin schon noch grün. Das ist schon der richtige Weg. Das ist schon der richtige Weg. Ja, und jetzt hier rein. Okay. Geilo. Jetzt haben wir hier ein paar Klammern. Die Frage ist, was nützt uns das? Ah, alles klar. Oh, eine Truhe. Okay, wir haben volle Gesundheit und plus 5. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier wieder Knochen. Und das war's aber hier schon. Obwohl, da drüben, da ist doch was. Ich sehe es doch, aber da komme ich nicht hin. Ich habe nämlich keinen Doppelsprung. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Da ist auch nichts weiter. Alles klar, haben wir schon mal das nächste freigeschaltet. Hier war nichts weiter, dann sind hier noch diese Dinger. Aber er kann tatsächlich nicht schießen, wenn er springt. Geht nicht. Ja, auch nicht. Aber. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ist doch auch irgendwie ein grüner Bereich. Ah. Ist hier was? Nee. Ah, hier komme ich jetzt nicht weiter. Und hier oben vielleicht? Hm. Nee. Es fehlen auch gar nicht mal so viele von den Dingern. Aber was muss man denn hier machen? Irgendwas da drauflegen. Passiert aber nichts. Tja, Leute. Das ist komplex. Wir haben auch schon 9 Knochen und wir müssen irgendwas finden, um mehr Münzen sammeln zu können. Da oben sind ja auch noch Knochen auf dem Teil drauf. Und hier ging nichts, ne? Nee. Der Hebel hat diese Höhle hier geöffnet. Diese Tür ist auch noch verschlossen. Diese Tür ist auch noch verschlossen. Hm. Das hier ist auch noch so ein merkwürdiges Rätsel. Oh! Guck mal. Hä? Da muss ich irgendwie... Ah.
Ach, ich bin voll. Ich kann die nicht einsammeln. Komm hier. Ach ja, ich kann hier im Springen. Doch, es geht doch. Okay, jetzt ist doch die Murmel theoretisch. Wir müssen dort ran. Macht der dort? Wir müssen irgendwie hier ran. Kriege ich das grüne Ding hier weg? Ah, jetzt haben wir aber die Murmel. Wartet, wir können jetzt das Rätsel wenigstens lösen. Wir hauen die jetzt hier rein. Ja, die rollt, die rollt. Dann müssen wir hier rüber. Wo war dieses Teil? Hier. Und jetzt ganz schnell hier hinter. Und wenn wir Glück haben, öffnet sich jetzt die Tür. Ja! Geilo! Secret Area! The Secret ist am Start. Ich bin gar nicht so doof, wie ich aussehe, Leute. Hier haben wir noch mehr Knochen. Und da geht's weiter. So, jetzt müssen wir kurz erstmal schauen. Das sind Umzugskartons oder so eine Kartons von Ikea. Stammschaden plus 3, okay. Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Das war's? Leute, macht keinen Mist. Ne, da komme ich nicht hoch. Jo, mach's gut, Fenrir. Schön, dass du da warst, mein Guter. Es ist ein geiles Spiel. Es ist und bleibt einfach ein geiles Spiel. So, da haben wir jetzt Stammschaden bis 3. Naja, immerhin. Gewicht mal 3. 40 Coins. Wir können uns das nicht kaufen, weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. Wir gucken noch mal ganz kurz genau hier überall nach. Hier brauche ich diese komische Knarre, die ich noch nicht habe. Obwohl, wartet mal. Eine Idee. Mich hier. Macht das die Murmel lila? Nee, ne? Mist, sonst hätten wir die vielleicht hier reinsetzen können. Das, die gelbe Kugel hat 5 gewogen. Die grüne Kugel wiegt 35. Wir brauchen aber 50. Und wir wiegen auch zu viel, ne? Lass die nochmal spawnen. Wir gucken nochmal genau nach. Den haben wir mittlerweile richtig viele Knochen, also wir könnten hier echt was anfangen. Ja, aber wartet mal. Das Ding, okay, alles klar. Na? So, das Ding wiegt 5. Ich wiege zu viel. Ich wiege 99. Und das noch dazu. Jetzt sind wir bei 39. Fehlen uns 11. Ein Ärger. Was können wir jetzt noch tun, Leute? Was können wir jetzt noch tun? Das hier ist auch ein bisschen skurril. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz.
Warum sind diese Löcher hier? Ja, irgendwie. Da kommen wir nur ran, wenn wir die Tür auch tatsächlich öffnen. Dann ist mir das hier noch ein Rätsel. Mal hier hoch vielleicht. Nee, da kommen wir auch noch nicht hoch. Och, von da könnten wir da hochkommen. Wartet mal ganz kurz. Hier aus. Aber da kommen wir nicht hin. Nee, von da müssen wir da hin. Was ist das hier eigentlich? Waren wir hier schon drin? Nö. Ach so, ich kann ja eh nicht. Ich kann es halt nicht aufnehmen, aber gut zu wissen, dass dort Münzen sind. Ich habe schon wieder völlig vergessen, wo die anderen waren. So, das Ding schießt darüber, okay. Ah, guckt mal. Doch. Shit. Doch, 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 jetzt hab ich's. Mann, 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 jetzt hüppe doch hier hoch. Was ist denn mit dir los? So, jetzt sind wir da drauf. Dann da, 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 von da aus da, dann rüber. Und dann können wir auf diese Matratzen. Was uns das dann nützt, wissen wir jetzt noch nicht. Genau. Was macht dieses Teil nochmal? Ah, okay. Yes. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ah! Guckt mal. Und jetzt können wir hier den grünen Ball reinballern, was auch immer das bringen soll. Wir probieren es aber einfach. Schnell hier rüber. Da kommt unser grüner Ball. Nützt uns nur nicht. Das verstehe ich nicht, Leute. Versteht ihr das? Der grüne Ball ist jetzt hier drin. Oder muss da kein grüner Ball rein, aber was sonst? Und hier ist auch irgendwas. Also ich passe hier nicht durch. Nützt das, da den Ball reinzuwerfen? Ist ja offensichtlich auch das Einzige, was da reinpasst. Ach, da gab es doch auch so eine Kanone, wo ich mich selber dann reinbeamen konnte. Das ging aber nicht mit der, ne? Da brauchen wir eine andere Kanone, Leute. Okay, dann ist jetzt noch ein... Was ist denn das da oben? Noch ein Rätsel, was ich eventuell noch auf Lager habe. Ui. Da ist auch noch ein komischer Schalter. Ah.
Ja. Ja, geil. Wieder was gefunden. Müssen wir noch gucken, wie geht's weiter. Darüber kommen wir definitiv nicht. Gott. Da kommen wir definitiv nicht hin. Ah, guck mal. Aha. Ha! Aber nützt nicht. Ich kann das ja wieder nicht aufnehmen. Diese Münze. Wir müssen erst dieses Ding finden. Komm mal her hier. Du Arsch. Hallo. Der ist blöd, ey. Jetzt. Okay. Oh. Wahnsinn. Was macht der? Wer ist das? Tschö. Wieso gehst du? Wohin gehst du? Ich komme nicht mehr raus. Freigeschaltet. DLC 1 Discovering the Globe. Bitte mehr Münzen. Ja! Okay, jetzt können wir 60 Münzen nehmen. Jetzt haben wir es im Sack. Jetzt können wir dieses Gewicht kaufen. So, ist hier sonst noch was? Wartet, wir gucken hier noch schnell. Nö, ne? Das hier müssten ja eigentlich 10 Münzen sein, ne? Ja, wir können uns jetzt das Gewicht kaufen. Hoffentlich wiegt das 50 Kilo. Bitte, bitte, bitte lass es 50 Kilo wiegen. Mann, ey, die Rätsel sind echt knackig, muss ich ehrlich sagen. So, Gewicht mal 3. Mach den Ball 3 mal schwerer. Was hat er gewogen? Ich hab's vergessen. Welchen Ball? Komm, wir spawnen mal einen neuen. Den grünen Ball oder den gelben? So, und das hier wird dann auch noch so ein schönes Rätsel. Da habe ich auch noch keinen Dunst, wie wir das lösen. Naja, aber immerhin geht's vorwärts, Leute. Ich hätte es nicht gedacht. Wahnsinn, echt knackig. Achso, die ganzen Coins, die sammeln wir dann noch ein. So. Ne, der bleibt bei 5. Warte mal, was wiegt jetzt der grüne? Na? 109. Jetzt wiegen wir 204. Also der wiegt 104. Der ist jetzt dreimal schwerer. Aber vielleicht kriegt man damit jetzt die Kiste kaputt. Nö. Der wiegt jetzt dreimal mehr, der grüne Ball. Aber es nützt uns nichts. Irgendwas peile ich noch nicht so ganz. Was ist das hier eigentlich? Und wartet mal, irgendwo waren doch hier noch Coins. Hier nicht, ne? Ach, guck mal. Wo führt denn das gelbe Rohr hin? Wo führt denn das gelbe Rohr hin? Hä? Hier waren noch Münzen, ne? Nee. Wo war denn das mit den... Oh, hüpfe doch. Was ist denn mit dir? Hä, wo führt denn dieses gelbe Rohr hin? War das denn nur mit diesen Münzen? Hm?
Hier. Das waren die zwei. Und irgendwo hier vorne war noch mehr. Ey, guck mal. Wieder was gefunden. Und hier ist auch was. Stampfschaden plus 1. Sonst noch was hier unten? Nee. Na cool. Irgendwas findet man ja hier immer. Hier kann man auch nicht. Nee. Irgendwo waren hier noch mehr Münzen. Wo war denn das noch? Mal 3. Gewicht mal 3. Hier. Gut. So, und dann haben wir noch dieses eine Rätsel mit den Plattformen. So, wartet mal. Lassen wir uns mal kurz zurückschießen. Das war hier drüben, das. Was nützt uns das, dass das jetzt dreimal schwerer ist? Ja, wenn man das schießt, geht die Tür auf. Ah ja, ah ja. Schießt er jetzt die ganze Zeit? Nee. Das müssen wir hier machen. Komm ich hier hoch? Nee, ne? Was müssen wir hier machen? Warum kann man dieses Ding hier drehen? Geht's runter. Verdammt. Komm nicht drauf, Leute. Ich komme schon wieder nicht drauf. Ich muss da irgendwas rüberschießen. Ich muss mich da rüberschießen. Die Frage ist, ich muss quasi hier hin. Funktioniert so nicht. Nee. Das Ding müsste irgendwie da drauf rollen. Oder wartet mal. Wenn ich es einfach drauflege. Ah, guck mal. Aber selbst das nützt mir nicht. Wartet, wartet, wartet. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Das ist ja nur ganz kurz offen. Ja, 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 wartet. Passt auf. Ja, 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 komm. Ja, aber die Idee ist gut. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja! Ja! Verdammte Scheiße, ja! So. Hier können wir schon mal das machen, was auch immer das jetzt war. Eine Rampe. So, mal kurz. Bist du ein Loser oder kannst du mir eine Halfpipe bauen? Ja, mach ich. So, jetzt hast du eine Halfpipe. Ich glaube, du bist halbwegs cool. Du kannst den Leuten sagen, dass ich das gesagt habe. Verdammt, wo kam das Skelett her?
Orangenburg war mir zu urinspiriert, zu roh. Dieses Gebäude, dieses Wahrzeichen ist mein Meisterwerk der Architektur. Ein Besucher, interessante Farbe. Nun fühlte ich wie zu Hause. Okay. Der hat jetzt eine Halfpipe. Das heißt, der muss hier immer, dem muss man jetzt noch ein Skateboard irgendwie geben oder sowas. Dann kann der hier rumeiern. Was haben wir hier? Ah ja, da kommen wir jetzt hier quasi dann immer rein. Das ist gut. Haben wir das schon mal geöffnet. Jetzt müssen wir noch das Rätsel hier lösen. Gelb. Ein gelbes Tor. Ah ja. Ah. Das hält 2 Sekunden. Okay. Jetzt haben wir hier was Grünes. Ich gucke mich aber erstmal um. Ha! Was passiert, wenn wir das Grüne dort aktivieren? Ah, okay, da haben wir das aktiviert. Frage ist, was bringt das? Das ist ja das, was man bewegen kann. Da drüben ist auch noch was. Kommt man denn von hier aus irgendwie? Ja! Okay. Irgendwas ist hier unten noch, aber jetzt komme ich hier nicht weiter, oder? Doch, ich komme hier höher. Jawohl. Meine Fresse, es läuft. Stammschaden plus 3. Aber jetzt komme ich hier nicht weiter. Was ist das hier für eine merkwürdige Scheiße? Haben wir jetzt diese komische Plattform dort freigeschaltet? Diese hier, wo hauten die uns hin? Man kann die ja einmal so drehen. Da kommen wir da rüber. Und was ist, wenn wir hier so einmal dran hüpfen? Beziehungsweise. Ach, das war dumm. Mist. Aber zum Glück haben wir das ja hier geöffnet und kommen ja jederzeit wieder ran. Ach nee, scheiße. Ja, das war dumm, Leute. So, mach auf die Bude. Mach auf. So, nochmal. Halt. Bleib's schön hier. So, wir hüpfen mal da dran. Da bleibt man irgendwie hier hängen, ne? Das ist Rotz. Und das Ding ist auch nicht aktiviert. Guckt mal, dort sind auch noch die ganzen Totenköpfe. Gut, dann drehen wir uns einmal so rum. Mal gucken. Wow, okay, da haben wir schon mal die Totenköpfe. Und hier habe ich doch noch einen gesehen. Guckt mal, da unten. Das? War ja nicht noch einer gerade? Ich dachte, ich hätte hier noch einen gesehen. Hä? Okay, Totenköpfe haben wir. Was nützt uns das? Wir haben immer noch nicht das Rätsel mit dem Gewicht gelöst. Da ist noch ein Totenkopf. Guckt mal da oben. Hier können wir ja auch nichts machen. Nee. Und das Rätsel hier haben wir auch noch nicht gelöst. Dafür brauchen wir aber die andere Kanone, mit der wir uns quasi teleporten können. Oh Gott, Leute. Very, very komplex. So, nochmal hier rein. Und das hier ist auch noch so eine Sache.
Warum kann ich das denn? Ah, mach auf. Was hat's mit diesem Ding dort hinten auf sich? Guck mal, da oben sind auch Totenköpfe. Also wir kommen hier später noch übelst weit hoch. Aber das Teil reicht nicht aus, um uns komplett bis rüber zu schießen. Was ist denn da oben noch bei dem? Ach, na eben. Und wir haben doch vorne die Kugel in dem einen Raum in ein gelbes Rohr gefackt. Wo war denn das? Guck mal da, habe ich doch gesehen, habe ich doch richtig gesehen. Kann hier aber nicht lenken. Ich kann mich hier nur rüberballern. Und das war's aber auch dann schon. Aber es muss doch einen Sinn haben, warum uns das hier rüberballert. Außer die zwei Knochen zu holen. Und Knochen haben wir ja mittlerweile 15 Stück. Da oben quasi. Ist noch was. Aber da wäre ich ja nie. Da komme ich nicht hoch. Normal, mit normalen Sprung. Jubel, Jubel. So, was ist das hier eigentlich? Da ist auch noch irgendwas Interessantes da unten. Genau, wo war denn dieser? Ah, hier war das. Shit, zurück. Bin wieder zurück. Ah, kann ich nicht das hier oben auch aktivieren? Halt. Hä? Haben wir nicht vorne irgendwie hier hoch? Ah ja. So. Hier unten. Das gelbe Rohr. Wo führt denn das hin? Das führt irgendwo dorthin. Halt. Aber hier kommt kein gelbes Rohr raus, oder? Nee. Dann muss das irgendwo weiter da hinten sein. Ach, da qualmt einem der Kopf. Da qualmt einem der Kopf. Also das gelbe Rohr führt irgendwie hier unten lang. Ist hier hinten vielleicht noch irgendwas? Nö. Wir haben noch immer nicht dieses Rätsel hier gelöst. Weder das noch das mit dem Gewicht. Warum wiegst du so viel? Nochmal hier gucken. Nochmal hier alles abgucken. Henriette, nein! Wir müssen dem irgendwie weiß machen, dass die Vögel draußen sind, damit er endlich von diesem Schalter runtergeht. Aber wie? Leute, wie? Sonst ist er hinten nicht, ne? Und an den Coin bin ich auch noch nicht gekommen. Ja, zumindest haben wir die Batterie. Nützt uns bloß alles nichts. Leute, jetzt bin ich gerade echt überfragt. Was wog die Scheiße hier? Nur 5, ne? Ich bin echt überfragt. Da haben wir noch dieses Rätsel. Das funktioniert auch irgendwie nicht.
Obwohl, wartet mal. Die Tür geht doch auf. Ich hör's doch. Ich glaube, das muss gar nicht genau 50 wiegen. Wichtig ist, dass das überhaupt 50 wiegt. Leute, bin ich doof. Was haben wir hier? Stampfschaden bis 3. Und hier ist nichts. Okay. Da haben wir wenigstens das Rätsel hinter uns. Aber immer noch die Frage, wo dieses gelbe Rohr endet, wo man hier diese eine Murmel reinballern kann. Und hier kommen wir definitiv nicht rein. Ja. Ey. Sag mal, komm ich hier? Hier waren wir vorne, ne? Hier unten drin. Genau. Komm ich hier noch eins höher? Ja! Aber hier geht's nicht weiter. Schade. Ich dachte, ich habe schon wieder was Lustiges gefunden. Nun gut. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, deswegen werde ich mal für YouTube die Folge beenden. Die ging ja auch schon wieder ewig lange. Ja, schreibt wieder fleißig in die Kommentare, liked, kommentiert, abonniert, wie auch immer. Ich würde mich drüber freuen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.